Jetzt geht's wieder weiter mit Pokémon. Reinen Diamant. Wir wollen nach oben. Das heißt also, ich gehe hier wieder zurück. Weil hier auf dem Feld habe ich noch einen Pokéball gefunden. Aber es ist kein Käfer-Pokémon. So, gucken. 60. Okay, ist gut. So, wieder ein neuer Antrag. Ira Barbik. Langhals Pokémon. Normal, Psycho, sein Schweifbesitz. Ebenfalls ein kleines Gehirn. Er jagt Gegner, die sich beim Pokémon von hinten nähern, indem er es zubeißt. In Pokébox. Das haben wir auch nicht gehabt. So. So. Unpapu. Stinktier-Pokémon. Gift und unheilig. Im Schutz verbrüht er es eine enorm stinkende Flüssigkeit aus seinem Hinterleib, während Geruch für 24 Stunden lang anhält. So, wenn das eine große Wurzel. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Der Sammler, der Hagen. Der Hagen, der Sammler. Okay, das ist ein Wasser-Pokémon gewesen. Heuler. Und jetzt ist er weg. Und wir sind wieder voll live. Ja.
Rollwechsel. Verstehe es nicht, Malu. Wieso geht das zurück? Aber es sind doch meine Lieblings-Pokémon. Okay, warte mal. Dieser Pepperstrahl. Apollo Level 30. Nachtnebel? Ja. Nein. So, Pokémon. Ihn. Das werde ich gleich auswählen. So, wie lange haben wir? Haben wir? Sieg oder Niederlage? Weißt du es schon, wie es ausgehen wird? Aber das wird kein falsches Spiel. Rollenspieler. Okay, Berlin ist ein Wasser-Pokémon, das heißt also, wir sind hier mit Pixar-Effizienz. So, dann nehmen wir jetzt einen Elektro-Pokémon.
Dann würden wir jetzt sie einfach sie einwechseln. Wieso will er mir das zurück? Das ist ein bisschen lästig. Ich leg gerne mal daneben. Was? Du hast ein Pokédex? Ja. Sammel Loren. So. Blubberschrei. Und Vegasa. So, wieder ein Pelita. Und gleich ist er wieder weg. Und Mew hat Level 33 erreicht. Ich bin so neidisch auf dein Pokédex. Aber für einen Professor Eibe gekriegt. Nein. Hey, möchtest du etwas über Pokémon beibringen? Okay, der hat nur einen Pokémon. Dino. Irgendwie aus wie ein Pflanzen. Und Pixel. Ein Käferbonbon sieht das irgendwas. Irgendwie so, wenn es gerade am Baum hängt. Level 38 erreicht. Level 20. Scham. Scham war doof. Monino Level 38. Das kann doch nicht sein. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt und du warst es. Wieder sehr. Ja, hallo. Haben wir auch.
Level 35. Nein, nicht wechseln. So, jetzt wieder was wieso? So. Ja, Level 21. Als ich besiegen will, möchte ich es sehr einfach haben. Ja, und hier war es. So. Du findest ein paar Heiler. Uns wurde aufgetragen, niemand in der Nähe des Sees zu lassen. Wieso? Genau, das weiß ich nicht, aber es soll dazu dienen, den See zu schützen. Den See zu schützen. Es ist gut zu wissen, dass es auf der Welt noch solche bewundernswerten Menschen gibt. Ich glaube, der Mann heißt Cyrus oder so. Ich weiß es nicht. Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Hotelschlüssel zu verlieren. Noch schon wieder. Die Leute vom Hotel werden nicht gerade entzückter sein. Bin mir sicher, ich hatte ihn noch irgendwo, als ich bei der Rezeption war. Sieben Sterne. Was Restaurant? Sieben Sterne. Zu Hause des guten Geschmacks. Stopp, ja, den meine ich. Im Sundwink, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Die arbeiten bereits daran, die Störung zu verbeben. Aber die Straße bleibt vorerst gesperrt. Diese Schäppchen sehen köstlich aus. Kann mir jemand eins Zerspreiber bringen? Dann lassen wir sie noch etwas frischer aussehen. Danke. Das ging aber wirklich schnell. Warte. Wo hast du eine Schäppchen? Ach, du willst kämpfen? Nun, wenn du meinst, ich bin bereit für die Herausforderung. Du auch? Ja, klar. Okay, gegen zwei. Kameramann und die Reporterin. Du hast genug gesehen, Kleines. Scheiße. Wir sollten ihn wieder wegmachen. Nicht als zweites.
Na geht Pikachu. Pikachu ist weg. So, Level 22. Ich glaube, jetzt ist der Kampf vorbei. Ja. Das war bei 30er Vorführung. Oh, ich hätte damit gerechnen sollen. Nahrungsmittel zu filmen ist wirklich nicht einfach. Aber es ist die Technik, die im Spiel. So. Hopp. Bewegen. Rico, mein Bester, bist du bereit? Wenn ich dir ein Bissen geben, möchte ich, dass du die Kamera genau auf meinen Mund gibst, ja? Auf unsere Gesundheit wird es auf einen feisen Speisen Prost. Ein Trinkspruch vor dem Essen regt den Appetit an, finde ich. Aber wolltest du vermutlich gar nicht wissen. Du möchtest bestimmt sicher kämpfen. Will jeder hier drin kämpfen oder was? Ich hab nichts dagegen. Einer ist weg. Wir haben jeweils zwei Pokémon. Und huhu. So, Y. Höchstens voll. Übrigens los, ach so, ach, besser. Ja, wir lesen wirklich uns voll. Deswegen habe ich mich gewundert, warum es da nicht eingegriffen hat. Ach, verloren, die Rechnung bitte. So jung und doch so stark. Ja, außerhalb beeindruckend. Genug im Restaurant und aufregende Pokémon kämpfen. Mein Leben ist einfach himmlisch. Was nehme ich nur? Es sieht so alles so köstlich aus. Saft, Eis, Kuchen oder und... Oh, hallo Trainer. Möchtest du mit uns kämpfen, bevor wir lecker essen? Ja, klar.
Okay. Zweimal Wasser-Pokémon. Okay. Das Beifall gilt. Okay. Lupperschrei auf ihn. Du auf sie. Ich verstehe es nicht nur so. Oh, du bist wirklich stark. Alles in Ordnung? Keiner verletzen? Ich verstehe das nicht. Wieso boost sich Erwachsene erstmal zu und reden dann um einen Toast? Ich habe noch kein Brot dabei. Der Wert der Speisen wird nicht vom Geschmack allein bestimmt. Also etwas die Farbe oder auf dem Teller ist ebenfalls wichtig. Mit anderen Worten, ein gutes Gericht kann wie ein Kunstwerk sein. In ein paar Kämpfen mit Pokémon hoffe ich, jedenfalls ein Kunstwerk zu sehen. Stimmst du mir dazu? Ja. So. Da, Leute, oben. Und oben. Level 39. Whirlpool, okay. Whirlpool kenne ich noch. Was? Ja. Bonito Level 39. Ich versuch Stampf, okay.
So. Wäre das etwa, dass ich nur als Künstlertalent besitze? Ich denke, ich erfülle alle Voraussetzungen, um ein erfolgreichstes Model zu werden. Die Speisen hier sind nicht nur köstlich, sondern auch noch gesund. Man kann also genießen und tun, was immer was Gutes ist. Justus, ich denke, du bist vielleicht ein bisschen unbeholfen, aber du hast ein Herz auf den richtigen Fleck. Ich werde auf der Seite meiner Verabredung kämpfen. Das wird interessant. Ich werde einen Hindernisse-Kampf liefern. Bist du dabei? So, okay. So, warte doch. Bam. So, und einmal bis und weg ist sie. So, jetzt neue Runde, neues Glück. Okay. Also, Goldwechsel ist es. Oh, ich verstehe. Das war das ganze Problem. Darum ist es immer zurückgefallen. Weil lesen kann einen klaren Vorteil. Ich dachte, es mag mich nicht mehr, das Pokémon. Warum habe ich das zurückgeschickt? Jetzt begleitet es uns. Aber das war die Attacke. Das war einfach die Attacke, die er das für uns gemacht hat. Niederlage macht mir nichts aus. Ich bin trotzdem ein glücklicher Mensch. Uff, du bist zu stark. Das Essen war hervorragend und unser Kampf hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es steht ja darauf, dass wir uns die Rechnung teilen. In unserem Restaurant genießen man mehr als nur fertige Speisen. Wer wird die Gäste auch an einem Time interessiert? Bon Appetit. Ja. Gibt es hier ein Pokémon Center? Sieht nicht so aus. Nein, da kann man nicht lang. Und dann würde ich sagen, wir speichern hier ab und wir machen morgen weiter. Also ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und morgen sehen wir uns hier genauso. Also bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann versucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!